Hallo? 7 Tage. Oh mein Gott, bist du das wirklich? Ja. Oh mein Gott, du bist das Idol meiner Jugend. Ich wollte immer so sein wie du. Wann hast du gesagt? 7 Tage? Ja. Ich weiß, ich freue mich schon so drauf. Was zum... Hallo? 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 Hey, es gibt Sachen, bei denen ich mir echt schwer tue. Der Name? Anna Maria. Oh mein Gott, heißt das, du heißt Maria mit Nachnamen oder sagst du deinen Namen verkehrt auf? Oder ist das ein Doppelname und wir sind gar nicht per se? Oh Mist, jetzt habe ich zu lange darüber nachgedacht und vergessen, wie die Person überhaupt heißt. So ein Dreck. Oder um es abzukürzen, soziale Interaktionen. Und es gibt eine Sache im Speziellen, bei der wir alle Probleme haben. Wie durchbricht man Teufelskreise? In Bezug auf die Essstörung, wie durchbricht man den Teufelskreis von Fressen, Hungern, Erbrechen und Abführmittel nehmen? Keine Ahnung. Okay, das Video wäre echt lahm, wenn das meine Conclusio wäre. Dennoch sollte ich ganz klar sagen, dass ich nicht über diesem Thema stehe. Es gibt genügend Teufelskreise, in denen ich immer wieder Karussell fahre. Wenn ihr mich kurz entschuldigt. Die Sache bei einer Essstörung ist die, dass einem am Anfang gar nicht auffällt, dass man in einen Teufelskreis hineinschlittert. Es gibt ja auch diesen super süßen Knuddelgedanken. Ich kann aufhören, wann ich will. Dann hör auf. Aber ich will nicht. Du willst nicht oder du kannst nicht? Ich will gerade nicht können. Du redest Blödsinn. Nun, dein Gesicht redet Blödsinn. Well, that escalated quickly. Und weil man nicht immer gleich erkennt, dass man sich in einem Teufelskreis befindet, hier sind einige Beispiele für Teufelskreise. Ein Mensch fühlt sich einsam und zieht sich zurück. Dadurch schließt er sich jedoch selbst aus und verpasst die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, wodurch er noch einsamer wird und sich noch mehr zurückzieht. In einer Beziehung gibt es einen Konflikt. Person A nörgelt und schimpft, wodurch sich Person B immer mehr zurückzieht, was Person A wiederum zum Nörgeln und Schimpfen bringt. A.K.A. siehe Paul Watzlawick. So ein geiles Buch. Und abschließend, man versucht seine Nahrungszufuhr zu regulieren und kontrollieren, was dann zu einer Mangelernährung führt. Das wiederum mündet in einem Fressanfall, was dann schlussendlich darin resultiert, dass man alles Mögliche machen wird, um die aufgenommenen Kalorien wieder loszuwerden. Also hungern, erbrechen, Abführmittel nehmen, sporteln. Wir kennen sowas alle, egal ob wir eine Essstörung haben oder nicht. Und es gibt so viele Arten, in einen Teufelskreis hineinzukommen. Man hat zum Beispiel viel zu hohe Anforderungen an sich selbst und scheitert an ihnen. Und dann fühlt man sich schlecht und kehrt mit eingezogenem Schwanz wieder zum vermeintlichen Problemlöser zurück. Oder man erlebt dieses kleine Heilgefühl während der Fressattacke und wenn es vorbei ist, fühlt man sich einfach nur mehr furchtbar und leer. Und dann muss man wieder eine Fressattacke haben, um dieses Heilgefühl wieder zu erleben, da man sich ja nach einer Fressattacke furchtbar fühlt. Also hat man einen weiteren Fressanfall und noch einen und noch einen und noch einen. Und dann macht man sich im Nachhinein immer die größten Versprechungen, dass ab morgen alles anders laufen wird und alles besser werden wird. Und man wird sein ganzes Leben in den Griff bekommen und all seine Ziele verfolgen, weil... Morgen. Seht ihr es? Seht ihr diese Fülle an Aufgaben, die plötzlich auf einem lastet? Und natürlich rede ich hier von meinen Erfahrungen, was die Essstörung angeht. Da fahre ich nämlich genau auf derselben Schiene. Viel zu hohe Anforderungen, was dann zu Überforderungen führt, dann kriege ich nicht alles hin und die einzige plausible Lösung scheint es zu sein, einen Fressanfall zu haben. Oder generell sich mit Essen vollzustopfen oder so ziemlich alles zu machen, was man, naja, mit Essen nicht machen sollte. Das hat sich unartiger angehört, als es gemeint war. Vielleicht auch nur für mich. Aber dieses Video wäre recht sinnfrei, wenn ich euch nicht zumindest einen Vorschlag machen würde, wie man aus Teufelskreisen herausschlüpfen kann. Und an erster Stelle steht natürlich, es muss einem auffallen und bewusst werden, dass man sich in einem Teufelskreis befindet. Und es ist kein kurzfristig angelegtes Projekt. Das hier ist so ein klischeehaftes Bild. Ich habe kein Problem, wovon redest du? Aber es ist so wahr. Es gibt natürlich auch die Menschen, die längst bemerkt haben, dass sie sich in einem Teufelskreis befinden und die zurzeit einfach nicht den Antrieb oder die Kraft haben, aus diesem Hamsterrad herauszukommen. An dieser Stelle, und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht so gern hören, sollte man sich Hilfe suchen. Und Hilfe zu suchen ist nichts, was... Das kippelt mich hier. Und Hilfe zu suchen bedeutet nicht, dass man schwach ist und es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es heißt, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen kennt und auch weiß, was man alleine bewerkstelligen kann und was nicht. Ich würde hier nicht als die schräge YouTube-Bulimie-Tante sitzen, wenn ich mir nicht an irgendeinem Punkt Hilfe gesucht hätte. Was hilft jetzt beim Überwinden von Teufelskreisen? Und bevor ich fortfahre, muss ich sagen, das hier ist das erste von 2 Videos, denn heute stehe ich total neben mir und... Ich bin mir nicht mal sicher, was ich heute überhaupt für ein Skript zusammengeschrieben habe. Erstens, wenn du schon ein bisschen gefestigter im Sattel sitzt, dich die Essstörung aber von Zeit zu Zeit immer noch umhaut, dann mach etwas komplett anderes. Es braucht Zeit und es ist wirklich anstrengend, aber stell dir vor, wie es dir im Nachhinein gehen würde. Anstatt dich zum Beispiel zu Hause einzusperren und eine Fahrgefahr zu riskieren,
Geh zu Freunden. Mach das jedes Mal, wenn es dir schlecht geht. Und nebenbei führst du eine Stricherliste, um zu schauen, ab wann sie dir nicht mal die Tür aufmachen, weil du 5-mal am Tag vor der Tür stehst. Warum habe ich keine Freunde in real life? Nee, das hier sind keine Tipps. Ich weiß. Zweitens. Such dir Hilfe in Form von Therapien oder... Ich wollte jetzt im Ernst Gefängnisaufenthalt sagen. Keine Konzentration heute. Such dir Hilfe in Form von Therapien oder Klinikaufenthalten. Und falls du jetzt denkst, ich krieg das alleine hin, ich brauche keinen Therapeuten, dann würde ich dich freundlich dazu aufrufen, dieses Video einmal zu pausieren und darüber nachzudenken, wie oft du das schon zu dir selbst gesagt hast. Lena, das ist ohrschick, ich weiß, aber auch das ist ein Teufelskreis. Maha. Drittens, dranbleiben. Aus Teufelskreisen herauszukommen ist verdammt schwer, egal was es ist. Und wenn man längerfristig draußen bleiben will, muss man aufpassen, nicht wieder in den alten Autopilot zurückzukippen. Lass dich nicht von Fehltritten irritieren, denn Fehler sind auch nur ein Beweis dafür, dass du etwas getan hast. Und man sollte sich nicht dafür schämen, dass man etwas getan hat. Wow, hast du den Spruch aus einem Glückskeks? Ist das ein guter Spruch? Und wenn du gerade da sitzt und dir denkst, ich lebe schon so lange mit meiner Essstörung und ich habe schon so viel probiert, die geht einfach nicht mehr weg. Oder ich will einfach nicht ohne meine Essstörung sein. Was bin ich ohne sie? Oder wo zum Teufel sind meine Schlüssel? Dann lass dir sagen, es bleibt vielleicht immer ein kleines Stückchen der Essstörung zurück, aber man kann sein Leben in den Griff bekommen. Und um ganz ehrlich zu sein, mein größter Motivator ist, dass ich nicht einmal auf mein Leben zurückschauen will, um zu erkennen, dass ich all meine Zeit mit der Essstörung verbracht habe. Und um zu bemerken, dass ich mich die ganze Zeit in diese unheilsame Sucht habe fallen lassen. Ich habe Verantwortung für mein Leben und die will ich auch übernehmen. Ein Mensch ist keine Ansammlung von Symptomen, also reduziere dich nicht darauf. Zweitens, ohne deine Essstörung bist du auch jemand. Du bist ein Mensch mit Interessen, Lieblingssongs und peinlichen Geschichten. Du musst die Essstörung zwar wie ein Sonnenschirm von deinem schattigen Plätzchen wegschieben, doch es zahlt sich aus, um zu sehen, was sich darunter verbirgt. Das war ein echt schräger Vergleich. Ich bin so müde. Und drittens, sie sind in deiner Tasche, Lena. Wenn du deinen Schlüssel nicht findest, sind sie immer in deiner Tasche. Dieses Video war nur so halb hilfreich, aber wie schon gesagt, ich werde nächste Woche einen zweiten Teil herausbringen, bei dem ich mir einfach sehr, sehr viel mehr Mühe geben werde. Aber da wir ja mittlerweile eine echt riesen Community sind, könnt ihr eure Vorschläge und Erfahrungen dalassen, was Teufelskreise angeht. Was mir damals geholfen hat, wirklich aus der schlimmsten Phase der Bulimie rauszukommen, war ein radikaler Tapetenwechsel. Das heißt, raus aus meiner Wohnung und rein in die Klinik. Ich meine, es war nicht geplant, aber es hat geholfen. Wir sehen uns am Montag im Kommentarvideo wieder. Passt auf euch auf. Cooler Abschiedsgruß. Ich bin so müde, es tut mir so leid. Dieses Video ist so schräg.